Die größten Vögel der Welt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Sei gespannt, denn ich zeige dir heute die größten, atemberaubendsten, flugfähigen und flugunfähigen Vögel der Welt. Um keine Videos mehr von mir zu verpassen, gib dem Video ein Like und abonnieren nicht vergessen. Ich zeige dir heute die größten Vögel der Welt. Harpyie. Die Harpyie ist eine sehr große, kräftig gebaute Greifvogelart. Diese Greifvogelart bewohnt Südmexiko über ganz Mittelamerika und das nördliche und mittlere Südamerika bis Südbrasilien und Nordostargentinien. In diesem großen Gebiet bewohnt die Harpyie vor allem die tropischen Regenwälder bis etwa 2000 Meter Höhe. Sie ernährt sich vor allem von Faultieren und Affen. Die Harpyie erreicht eine Körperlänge von 89 bis 110 cm und eine Flügelspannweite von 1,76 m bis 2,01 m. Männchen wiegen tatsächlich nur 4 bis 4,8 kg und haben eine Flügellänge von 543 bis 580 mm. Weibchen erreichen hingegen ein Gewicht von 6 bis 9 Kilo und eine Flügellänge von 583 bis 626 mm. Strauß. Der Strauß ist heute nur noch in Afrika südlich der Sahara heimisch. Er war in früheren Zeiten auch in Westasien beheimatet. Die Männchen sind bis zu 2,50 Meter hoch und haben ein Gewicht von bis zu 135 Kilo. Die Weibchen sind 175 bis 190 cm hoch und 90 bis 110 Kilo schwer. Der Strauß hat einen langen und überwiegend nackten Hals und sehr lange Beine mit einer kräftigen Laufmuskulatur. Er kann eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 70 km/h erreichen und eine Geschwindigkeit von 50 km/h eine halbe Stunde lang durchhalten. Durch Davonlaufen rettet er sich bei einem Angriff meist das Leben. Seine Feinde sind Löwen, Leoparden und Geparden. Als eigentlicher Pflanzenfresser ernährt sich der Strauß gelegentlich auch von Insekten und anderen Kleintieren. Die Straußen sind tagaktive Vögel. In Zeiten mit knappem Nahrungsangebot müssen sie große Wanderungen unternehmen. Krauskopfpelikan. Der Krauskopfpelikan ist ein Brutvogel von Südosteuropa über Teile Mittelasiens bis in die Mongolei. Im Jahr 2006 hat sich die Art nach Deutschland verirrt. Der Krauskopfpelikan hat eine Körperlänge von 160 bis 180 cm, ein Körpergewicht von 10 bis 13 kg und eine Flügelspannweite von 310 bis 345 cm. Die Geschlechter unterscheiden sich im Aussehen nicht. Der Krauskopfpelikan ernährt sich von Fischen, die mit einem kescherartigen Schnabel aus dem oberflächennahen Wasser gefangen werden. Sie werden erst mit 3 oder 4 Jahren geschlechtsreif und haben eine Brut im Jahr. Die Brutzeit beginnt Ende März bis Anfang April. Die Art brütet gelegentlich in Einzelpaaren, meist aber in Kolonien von bis zu 250 Vögeln. Mönchsgeier. Auch etwas größer als dein Kanarienvogel ist der Mönchsgeier. Der Geier hat eine Länge von über 1 Meter und gehört damit zu den größten Greifvögeln Europas. Er brütet vorwiegend in wilden Bergwäldern und kommt in Europa fast nur noch auf der Iberischen Halbinsel, auf Mallorca und auf der südlichen Balkanhalbinsel vor. Der Mönchsgeier erreicht ein Körpergewicht von 7 bis 12 Kilogramm sowie eine Flügelspannweite von 2,50 Meter bis 2,95 Meter. Der Mönchsgeier ernährt sich in erster Linie von Aas. Schuhschnabel. Der Schuhschnabel ist ein afrikanischer Vogel. Sein Lebensraum sind Sümpfe und Seeufer. Der Schuhschnabel verdankt seinen Namen der Form seines Schnabels, der außerordentlich lang, aber auch sehr tief und breit wird. So lag die Schnabellänge eines Typenvogels bei 22,86 cm, die Schnabeltiefe bei 12,08 und die Schnabelbreite bei 10,16 cm. Mit seinem Schnabel kann er schlüpfrige Beutetiere sicher festhalten oder schnell zerteilen. Der Schuhschnabel kann mit seinen breiten Flügeln fliegen. Im Flug wird der Kopf auf die Schultern gelegt, da ein ausgestreckter Hals beim Gewicht des Schnabels nicht vorteilhaft wäre. Pute. Puten sind große Vögel, die in der Regel eine Körperlänge von etwa 1,50 Meter und eine Flügelspannweite von bis zu 2 Metern erreichen können. Das Gewicht von Puten kann je nach Art und Größe variieren, aber im Durchschnitt wiegen sie zwischen 4 und 10 Kilogramm. In ihrem natürlichen Lebensraum bevorzugen sie offene Grasland- oder Wälderbereiche, in denen sie genügend Platz zum Laufen und Fliegen haben.
Sie sind jedoch auch in der Lage, in anderen Lebensräumen zu überleben, solange sie ausreichend Schutz und Nahrung finden. Puten haben in der Regel wenige natürliche Feinde, da sie durch ihre Größe und Stärke gut gegen Angriffe von Raubtieren gewappnet sind. Auf Bauernhöfen sind sie jedoch manchmal anfällig für Angriffe von Räubern wie Füchsen oder Mardern. Sie sind auch eine wichtige Nahrungsquelle für Menschen auf der ganzen Welt und werden sowohl für ihr Fleisch als auch für ihre Eier geschätzt. Kasuare. Die Kasuare sind eine Gattung großer, flugunfähiger Vögel aus der Gruppe der Laufvögel. Sie sind hauptsächlich auf der Insel Neuguinea verbreitet und dort die größten Landtiere. Die Beine sind äußerst kräftig und ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h. Sie werden durch einen helmartigen, mit Horngewebe überzogenen Auswuchs auf dem Kopf von anderen Laufvögeln unterschieden. Dieser Helm bietet Schutz vor Kopfverletzungen. Die Tiere haben an ihren Füßen 1 bis 10 cm lange, dolchartige Krallen, die als gefährliche Waffe eingesetzt werden können. Kasuare können 1,70 Meter hoch und über 60 Kilogramm schwer werden. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Früchten, die sie vom Boden auflesen oder von den unteren Zweigen pflücken. Marabu. Der Marabu ist eine in Afrika vorkommende Vogelart aus der Familie der Störche. Der Marabu ist im subsaharischen Afrika beheimatet. Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit ist er stellenweise recht häufig und als Abfallbeseitiger in menschlichen Siedlungen gern gesehen. Der Marabu hat eine Körperlänge zwischen 1,15 Meter und 1,52 Meter und eine Spannweite von 3 Metern. Sein Kehlsack dient der Wärmeregulierung. Als Aasfresser benutzt der Marabu seinen äußerst kräftigen, etwa 35 cm langen Schnabel zum Aufbrechen der Bauchdecke verendeter Tiere, um an deren Eingeweide zu kommen. Riesentrappe. Die Riesentrappe ist eine große Vogelart, die im östlichen und südöstlichen Afrika vorkommt. Männchen können mehr als doppelt so schwer wie die Weibchen werden. Die Riesentrappe erreicht eine Höhe und Länge von rund 1,3 Metern, eine Spannweite von bis zu 2,75 Meter und ein Gewicht, je nach Geschlecht, von 6 bis 19 Kilo. Damit ist sie einer der schwersten flugfähigen Vögel. Großer Emu. Der große Emu ist eine flugunfähige Vogelart aus der Gruppe der Laufvögel und die einzige überlebende Art der Familie der Emus. Gelegentlich kommt es dabei zu Massenwanderungen, bei denen manchmal mehrere tausend Vögel gemeinsam in nahrungsreiche Regionen ziehen. Ihre maximale Laufgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h, die sie über einige Entfernung einhalten können. Sie erreichen eine Körperhöhe zwischen 1,50 Meter und 1,90 Meter bei einer Schulterhöhe von bis zu 100 bis 130 cm. Männchen und Weibchen sehen einander sehr ähnlich. Sie ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. Andenkondor. Der Andenkondor ist eine Vogelart, die zur Familie der Neuweltgeier gehört. Er ist ein sehr großer Vogel und kann eine Flügelspannweite von bis zu 3,30 Meter erreichen. Der Andenkondor ist hauptsächlich schwarz gefärbt, hat jedoch einige weiße Federn an den Flügeln und auf dem Kopf. Er wird auch als König der Lüfte bezeichnet, da er der größte Greifvogel der Welt ist. Der Andenkondor lebt, wer hätte es gedacht, in den Anden in Südamerika und ist teilweise vom Aussterben bedroht. Der Andenkondor ist auch als Nationalsymbol in einigen Ländern Südamerikas anerkannt und wird in der Kultur der Anden als heilig angesehen. Königspinguin. Der Königspinguin ist eine Pinguinart, die in der Antarktis lebt und die größte aller Pinguinarten ist. Er ist etwa 1,20 Meter groß und wiegt etwa 20 bis 30 Kilo. Der Königspinguin hat ein auffälliges Erscheinungsbild mit einem orangefarbenen Schnabel und orangefarbenen Flecken an den Augen. Sein Gefieder ist schwarz auf der Oberseite und weiß auf der Unterseite. Königspinguine sind ausgezeichnete Schwimmer und Taucher und können tiefe Tiefen erreichen, um ihre Beute zu jagen. Sie sind auch in der Lage, lange Zeit ohne Nahrung auf See zu überleben, da sie Fettreserven anlegen, um sie während der Brutzeit und der Aufzucht ihrer Jungen zu nutzen. Nandu. Der Nandu ist ein flugunfähiger Vogel, der hauptsächlich in Südamerika heimisch ist. Der Nandu lebt in verschiedenen Arten von Landschaften, wie zum Beispiel auf Grasland, in Wäldern oder auf der Pampa. Er bevorzugt offene, unbebaute Gebiete mit ausreichend Nahrung und Wasser. Der Nandu ist ein tagaktiver Vogel, der in kleinen Gruppen zusammenlebt und sich hauptsächlich von Gräsern und Kräutern ernährt. Höckerschwan.
Der Höckerschwan ist eine Vogelart, die innerhalb der Entenvögel zur Gattung der Schwäne gehört. Die Verbreitung des Höckerschwans ist auf das nördliche und westliche Europa, Asien und Nordafrika beschränkt. Die Vogelart kommt in manchen Regionen auch in Teilen Nord- und Südamerikas vor, wo sie aber nicht heimisch ist. Die Ernährung besteht hauptsächlich aus Pflanzen, Samen und Früchten. Der Lebensraum umfasst Süßwassergebiete wie Flüsse, Seen und Teiche, in denen genügend Nahrung vorhanden ist. Manchmal kommen sie auch in Salzwassergebieten wie Küsten und Meeresbuchten vor. Wanderalbatros. Wanderalbatrosse sind sehr große Vögel, die in der Antarktis, in Südamerika und auf den Falklandinseln leben und gehören zur Familie der Diomedeidae. Wanderalbatrosse haben eine Flügelspannweite von bis zu 3,50 Meter und wiegen bis zu 11 Kilogramm. Auch sind sie für ihre langen Wanderungen bekannt und können Distanzen von bis zu 20.000 Kilometern pro Jahr zurücklegen. Sie sind bedrohte Tiere und stehen unter Schutz. Das waren die größten Vögel der Welt. Kennt ihr noch andere Rekordhalter dieser Größe? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen.